Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann direkt an den Kollegen Becker anschließen, würde aber gerne am Anfang meiner Rede herzliche Genesungswünsche an den Kollegen Rolf Boy, sicherlich in Ihrer aller Namen, der möglicherweise jetzt zu Hause vor dem Stream sitzt, der sonst ja von den Piraten immer erwähnt wird. Ich habe es gelernt nach 5 Jahren. Er hatte leider einen schweren Unfall, einen Gartenunfall und ist auf dem Weg der Genesung. Und ich vertrete ihn heute, weil normalerweise zu Bahn- und ÖPNV-politischen Themen spricht der Kollege Rolf Boy. Ja, wir wollen mit dem... Genau. Herzliche Grüße, gute Besserung und hoffentlich bald wieder hier in dieser Runde. Wir wollen mit diesem Antrag heute nochmal Schwung geben in Richtung Berlin, damit der Bundestag noch in dieser Legislaturperiode einen entsprechenden Gesetzentwurf dort verabschiedet. Es betrifft viele Beschäftigte im Bereich der Verkehrsunternehmen bei den eigenwirtschaftlichen Betrieben. Das hat der Kollege Becker eben deutlich gemacht. Und damit unser im Dezember verabschiedetes ÖPNV-Gesetz auch wirklich entsprechend hier im Land zur Wirkung kommen kann und die Punkte entsprechend umgesetzt werden können, wäre es wichtig, dass Berlin, der Bundestag, entsprechend dieses Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet. Wir wollen Wettbewerbsverzerrung und Lohndumping im ÖPNV verhindern. Es geht darum, soziale und finanzielle Sicherheit der Beschäftigten im ÖPNV zu gewährleisten. Wir haben ja die Debatte in den letzten Wochen intensiv erlebt, jedenfalls vor Ort. Es gab zahlreiche Briefe an uns als Abgeordnete, es gab eine intensive Presseberichterstattung dazu und wir haben diesen Ball aufgegriffen und wollen noch mal signalisieren als Regierungsfraktionen, dass wir die Beschäftigten bei ihren berechtigten Interessen unterstützen wollen und entsprechend diese Bundesratsinitiative der Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und NRW auch zum Erfolg in Berlin führen wollen. Dazu wäre es wichtig und gut, dieses Signal heute noch mal von Seiten des Landtages NRW nach Berlin zu schicken und zu setzen. Wir laden natürlich alle herzlich ein, da entsprechend auch mitzustimmen. Für den Hintergrund noch mal, der Gesetzentwurf sozusagen ist deswegen notwendig, weil die Sicherung sozialer und palliativer Standards in Frage steht. Es muss frühestens 27 Monate vor Beginn der Genehmigungslaufzeit vorab bekannt gemacht werden. Und diese 27 Monate werden auch benötigt, damit das Vergabe- und anschließende Genehmigungsverfahren auch ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Das führt auch zu diesem Zeitdruck, der entsprechend da ist. Deswegen muss das in dieser Legislaturperiode noch verabschiedet werden. Wir bitten den Bundestag von dieser Stelle, die regierungstragende Fraktion in Berlin entsprechend aktiv zu werden. Und zum Abschluss meiner Rede würde ich noch sagen, auch in Richtung unseres Koalitionspartners. Solche Anträge können Sie auch in Zukunft immer mit den Grünen machen. Ob man solche Anträge mit der FDP in Regierungsverantwortung machen könnte, da habe ich so meine Zweifel. Deswegen ist eine rot-grüne Koalition auch in der nächsten Legislaturperiode ein sicherer Garant, damit auch in der nächsten Legislaturperiode die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen berechtigten Schutz bekommen. Da sind wir auf jeden Fall als Antragsteller immer für zu haben. Danke für die Aufmerksamkeit.